Hi Leute, herzlich willkommen zurück und danke fürs Wiedereinschalten. Ja, unglaubliche Partie jetzt gehabt gerade gegen den VfL Wolfsburg. Also für diejenigen, die das nicht gesehen haben, unbedingt reinschauen im Part davor. Heute treffen wir auf St. Pölten. Das ist die vorletzte Partie vor der Winterpause. Danach haben wir noch Wacker Innsbruck und dann ja, geht es eigentlich schon ins Finale, weil dann haben wir nur noch ein paar Partien, bis die Playoffs anstehen. Und es sieht jetzt grundsätzlich nicht so schlecht aus bei uns. Wir haben auf einen Nicht-Playoff-Platz schon 8 Punkte Vorsprung. Bin da eigentlich ganz guter Dinge, dass wir das packen werden. Aber mal abwarten. Nizza bietet Vorstellungsgespräch an. Oh, fuck. Balotelli trainieren hätte schon was. Trainingseinrichtungen gut, Jugendeinrichtungen ausgezeichnet. Vizekapitän Wesley Sneijder. Oh, da geht mir einer ab. Aber deren läuft es halt im Moment überhaupt nicht. Medientipp eigentlich Platz 6, sie sind aber auf Platz 15. Verständlich natürlich, dass sie da dann den Trainer entlassen. Ja, wäre eine sehr, sehr reizvolle Aufgabe. Und das ist halt auch so ein bisschen ein Sprungbrett. OGC Nice. Nice? Spricht man sie Nice aus? Nizza auf jeden Fall. Allianz Riviera. Ist anscheinend das Stadion. Ich glaube, man könnte drüber reden, oder? Das wird wahrscheinlich eh auch nichts. Deswegen. Ja, wir können mal drüber reden. Die Sprache nicht zu beherrschen. Ich bin sehr gut im Sprachenlernen. Ich habe wenig Erfahrung, das stimmt. Ich habe mich bisher sehr gut gemacht in meiner Karriere. Angeblich habe ich Versprechungen nicht eingehalten. Das sind eigentlich genau die gleichen Gespräche wie zuletzt. Ihr könnt natürlich dann einfach abstoppen und mitlesen. Ich klicke mich da jetzt einfach durch. Der Verein spielt schon zu lange unter seinen Möglichkeiten. Sind Sie der Richtige, um das zu ändern? Auf jeden Fall. Bin natürlich zufrieden. Ich brauche keine großen Budgetänderungen. Junge Spieler für die erste Mannschaft verpflichten und junge Spieler mittels Vereinsförderung entwickeln. Das klingt sehr gut. Euroleague. Ich würde mal auf die obere Tabellenhälfte gehen, weil wir doch schon. Ja, ziemlich abgeschlagen sind. Punkte weiß ich jetzt gerade nicht, aber Platz 15 ist halt relativ blöd. Transferbudget 9 Millionen, Gehaltsbudget 40. Das wird schon passen. Sonst habe ich im Moment keine Wünsche. Schauen wir mal, was da so rauskommt. Aber ja, Hoffenheim ist ja angeblich laut Medien auch an uns interessiert, aber die interessieren mich ehrlich gesagt nicht so sehr. Es ist vielleicht ein Sprungbrett, ja, aber ich trainiere schon im anderen Let's Play in Deutschland. Also wenn ich nach Deutschland gehe, dann muss das schon ein richtig geiler Verein sein. Und ja, wir sehen, St. Pölten hat die letzte Partie 1-0 gewonnen. Sind auf Platz 9. Natürlich sind wir da Favorit. Jetzt kann es halt nur sein, dass wir ziemlich rotieren müssen, weil die Jungs sehr, sehr müde sein werden von der Partie. Schauen wir mal. Also ein paar Spieler angeschlagen. So, einen Tag haben wir noch. Sturm Graz Vorstand wertet Schweigen als gutes Zeichen, weil ich natürlich das Gerücht mit Hoffenheim nicht kommentiert habe. Dass ich ihn mit Nizza gesprochen habe. Keine Ahnung, ob die das wissen. Die Austria verliert 4-1 gegen Altach, das gefällt mir. Und die Austria feuert Heimo Kump. Also die werden es wohl nicht ins obere Playoff schaffen. Oh, die Frage ist, kriegen wir noch geilere Angebote, wenn wir abwarten? Ich glaube nicht, dafür ist die Reputation auch zu schwach.
Also sowas wie Benfica Lissabon oder das hier ist wohl einfach das Geilste, was wir kriegen können. Medizinische Abteilung. Gut. Wie gehe ich das jetzt an? Eigentlich trifft es jeden. Also wir sehen Innenverteidigung, Scheußen, Geier und Spendlhofer. Wobei beide nicht so verletzungsanfällig sind grundsätzlich. Ich bringe Nina einmal statt Scheußengeier. Und wir nehmen Tobias Koch mit. Könnten natürlich auch einen Thomas Ebner mitnehmen, aber ja, vielleicht nehmen wir ihn mit. Kann sein, dass wir ihn brauchen. Mladenovic statt Rodic mal. Marco Türici nehmen wir mit. Statt Deni Alla spielen wird aber Zulechner. Röcher wird auf links spielen. Schauen wir mal, ob das ungefähr passt. Zentrales Mittelfeld. Außenverteidiger können wir jetzt so und so nichts machen. Zentrales Mittelfeld Sandi Lovric. Ovenstad Tejo. Lovric, Ovenstad Tejo. Das heißt, wir können mit Lightgap und Jago spielen. Könnte man theoretisch dahinter. Ich lasse das so. Ja, wobei Sandi Lovric 84. Mainz ist interessiert. Lass mal Thomas Ebner spielen. Dann am Flügel ein Rodic. Der Rest ist egal, okay. Das heißt, ich muss gar nicht Mladenovic spielen lassen. Ich kann Tommy spielen lassen auf rechts. Das ist auch nicht so schlecht. So defensiv Tobias Koch. Die Frage ist, ob ich trotzdem Scheußengeier mitnehme. Ich nehme mittlerweile mal mit. Schaut es mit den Stürmern aus. Dini Alla. Da steht jetzt nichts von Djuricin. Das heißt, Djuricin ist eh auf der Bank. Fading ist defensiv zu schwach. Ich habe überlegt, den vielleicht noch als Außenverteidiger mitzunehmen, aber gut. Schauen wir mal. Bin irgendwie skeptisch, aber gut. Geht einfach entspannt raus und spielt euer Spiel. Das Ergebnis kommt von alleine. Welches Ergebnis wissen wir nicht? Lightgap ist müde. Das habe ich jetzt nicht geschaut. Naja, den müssen wir rausnehmen dann später mal. Guter Versuch. Erwischt ihn aber nicht optimal. Unsere kleine Änderung gerade im Kopf im zentralen Mittelfeld. Ich warte nur mal ab. Zulechnen, den vergibt er. Ich werde Lightgap in die Position tun, allerdings hier. Und dann auf rechts Ball erobernd Ebner. Die Carrillero-Rolle beherrscht er ja auch sehr gut. Und ja, er ist wahnsinnig defensiv stark, also wird das, glaube ich, ganz gut passen. Vielleicht jetzt die Konterchance Zulechner rechts. Gehen einige mit, Ninay unter anderem. Jago kriegt ihn, macht ihn aber nicht. Also von Jago geht immer wieder Gefahr aus durch seine Distanzschüsse.
aber sonst tut sich nichts. Also bisher keine Chance für St. Pölten. Jetzt vielleicht mal die erste. Aber ungefährlich. Dann werde ich jetzt mal Leitgebrauch nehmen. Der fällt mir noch um. Bringen wir Ovenstad. Oder warten wir noch ein bisschen. Könnten wir eigentlich auch. Bin alles andere als zufrieden. Sowic hätten wir heute mitnehmen können. Das ist schade. An den habe ich nicht gedacht. Sollen mal beide Außenverteidiger hinterlaufen. Ordentlich, also ordentlich nach vorne mitgehen. Leitgeb, kein Foul. Nur weil ich es gerade sehe. Jetzt ist dann echt Zeit. Schauen wir mal, was der Konter macht. Tommy verliert den Ball. Oh, Röcher. Gehen wir auf Kontrolle. Aber St. Pölten wird immer wieder gefährlich. Jetzt wieder. Also wenn Tommy so weitermacht, werde ich ihn rausnehmen. Spielt sehr, sehr schwach heute. Schick mit einer tollen Flanke. Oh, Diego. Zu zentral. Sind immer wieder die Standardsituationen bei St. Pölten, aber sie laufen dann halt auch jedes Mal in Konter. Ganz komische Kombination gerade. So, ich nehme jetzt Tommy raus. Wieder eine schwache Vorstellung, also hat zwischendurch ganz gut gespielt, jetzt so hundertprozentig überzeugt bin ich noch nicht von ihm. So, wir werden ihn jetzt hinten wirklich als Absicherung nehmen. Und müssen schauen, dass wir jetzt hier ein bisschen mehr Offensivpower zusammenbekommen. Das heißt, beide nach innen ziehend. Damit wir es hier ein bisschen enger machen. Das ist schon die 78. Wir gehen auf Angreifen. Wir werden auch weiter aufrücken, Abseitsfalle, aggressiver rangehen. Und eventuell noch Marko Djuricin als zweiten Stürmer bringen, dann muss ich aber wahrscheinlich den Ebner rausnehmen. Schick hinterläuft gut, Mladenovic sieht ihn aber nicht, Röcher und Riegler wehrt ihn drüber, sehr schön gespielt. Ja, Ebner holt den Freistoß raus. Aber jetzt hilft nichts, Djuricin kommt auch noch rein. Ein Knipser, ein Stoßstürmer.
Haben jetzt überhaupt nicht aufgepasst. Was kann ich noch machen? Bisschen direkter spielen und kreativer. Aber da geht gar nichts mehr. Die Luft ist draußen. Das war's. Hättest natürlich gerne euch und unseren Zusehern einen Sieg geschenkt, aber es hat nicht sollen sein. Wir waren einfach nicht gefährlich genug. Und das ist sehr, sehr schade. Hilft nichts. Jetzt haben wir noch eine Woche Zeit, um uns ein bisschen auszuruhen und dann gegen Innsbruck wieder mit der stärksten Mannschaft so voll angreifen, damit wir noch 3 Punkte holen vor dem Saisonschluss. Das wäre natürlich noch super. Und dann werden wir sehen. Ich hoffe, sie erholen sich jetzt noch. Nächste Angebote für Freundschaftsspiele am 19. Da müsste ich das Spiel eigentlich absagen. Aber die. Nee. Union Berlin wäre auch interessant am 23. Dann spielen wir in Kiel kurz darauf. Können wir also gleich in Deutschland bleiben. Aber ich lehne es ab. Die Planung steht jetzt eigentlich schon. So, die Auslosung, wir sehen. Gibt es da keine gezogenen, automatisch gezogenen? Keine. Töpfe oder sowas in der Richtung. Einer von links, einer von rechts. Athletic Bilbao auswärts. Alter Schwede. Also auswärts fangen wir an. Heftige Partie. Salzburg bekommt es mit Valencia zu tun. Ja. Ist Nizza noch dabei? Nee, schaut nicht so aus. Gut. Ja, Athletic Bilbao, da werden wir natürlich wenig Chance haben, aber schöner Gegner auf jeden Fall. Probieren werden wir trotzdem alles. Sassuolo bietet Vorstellungsgespräch an. Ich weiß nicht, ob. Schauen wir mal. Die sind fertig. Und wir haben noch 4 Tage Zeit. Sassuolo, 16. Das Stadion ist so strange. Finde ich ja irgendwie sympathisch. Aber Potenzial ist da nicht wirklich da, finde ich persönlich. Also, dass die international gespielt haben, ist natürlich eine tolle Sache. Aber. Berardi. Ich glaube, ich werde trotzdem ablehnen. Interessiert mich nicht hundertprozentig. Oh, Mainz. Ich rede nicht darüber. Also auch Mainz interessiert. Also jetzt trudeln die Angebote ein bei uns, was wahrscheinlich vor allem an den internationalen Spielen liegt. Würde ich mal vermuten. Sparta Prag bietet Vorstellungsgespräch an. Ja. Ist, finde ich, jetzt nicht unbedingt eine große Steigerung von uns. Liga ist für mich persönlich uninteressant. Also lehnen wir ab. Ja, die sind 18. in der Bundesliga. Feuerwehr spielen möchte ich nicht unbedingt. Wenn du absteigst, bist du einfach nur im Arsch. Also bleiben wir jetzt einfach mal so dabei. Aber jetzt tut sich scheinbar vor der Winterpause noch einiges, ist eher auch logisch. Die Vereine wollen natürlich, dass mit einem Trainer in die Winterpause gegangen wird, mit dem sie auch wirklich dann länger planen. Dementsprechend wird er oftmals vor dem Winter entlassen. Vorstellungsgespräch bei Nizza ohne Erfolg, ja. Henning Berg ist der Trainer, der es geworden ist. Trainer von Molde, also auch eine mutige Entscheidung.
Hat halt ein besseres Ansehen als wir. Gut. War Leistenbruch, 5 bis 7 Wochen. Mal kurz. Kann ich nicht auch noch eine. Wie heißt's? Eine bessere Ausbildung machen oder so? Trainerlizenz oder mache ich das eh schon? Bin mir gerade nicht sicher, aber ich bilde mir ein, das geht da, also vielleicht mache ich es ja schon. Ich glaube nämlich beim, entweder bei Mainz oder bei dem Let's Play mache ich es im Moment. So, Adam Lewis Probetraining endet. Naja, er ist defensiv nicht schlecht. Deckung müsste massiv verbessern. Nee. Der wird uns nicht weiterhelfen. So. Scouting Meeting. Das machen wir dann. Machen wir es jetzt noch. Also zu 100% abgeschlossen. Sieht nicht uninteressant aus. Also super Abschluss, super Ballannahme. Konzentration und Nervenstärke ist so eine Sache, an der ihr arbeiten müsst. Massiv. Aber ist kein schlechter Stürmer. Das setzen wir mal auf die Auswahlliste. Ollie Cook. Nee. ,88, sehr groß gewachsen, aber leider total unbeweglich. Nee. Sporting Lissabon, da läuft der Vertrag aus. Generell müssen wir dann natürlich auch schauen, bei wem die Verträge auslaufen. 23 Jahre jung, also der dürfte ganz interessant sein. Den werden wir weiter scouten. Wesley Moustache. Ja. Brauchbar. Kofi Kuau. Okay. Wirkt auch sehr interessant. Gut, 18-jähriger Slowake im Tor, den scouten wir auch. Könnte auch was werden. Martin Horvath, Innenverteidiger. Scouten wir mal. José Ricardo. Ja, der ist schon 1,95 groß. Also da haben wir schon das ein oder andere wirklich interessante Talent. In Brasilien. Ich weiß halt nicht, wie es da mit der Verpflichtung ist, eben weil die ja 18 sein müssen. Aber die sind sehr vielversprechend. Ndoi. Warten wir mal ab. Paulo Rogerio. Super Zielstrebigkeit, toller Abschluss, super Dribbling. Könnte auch was werden. Altair. Ebenso interessant. Lamartin. Ja, die schauen wir uns alle an. Kako. Hab so das Gefühl, dass der uns nicht wirklich weiterhelfen wird, aber nehmen wir ihn mal zum Probetraining auf. Schadet ja nichts. Lutovac, Alexander. Ganz guter Allrounder, aber solche haben wir genug. Radonjic, auch brauchbar. Okay, die Wochenendvorschau, auch nicht wirklich wichtig. Das heißt, ja, wir haben jetzt in Kürze die Partie gegen Wacker Innsbruck. Wieder ein Traditionsduell, letzte Partie vor der Winterpause. Dann kommt auch endlich ein Rodrigo zu uns, auf den ich mich schon sehr, sehr freue. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Wir starten dann gemeinsam in der nächsten Folge in die Winterpause. Und dann legen wir los, werden ein paar Spieler ausmisten, glaube ich mal. Werden schauen, welche Verträge so auslaufen. Also gibt genug zu tun. Danke fürs Einschalten. Ciao.